Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, da ja, die Stimme kennt man doch auch, oder? Auch mit den Händen. Zum deutschen Fernsehen. Schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gesprochen. Ist das nicht ein Hauptsprecher von ProSieben oder so? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so richtig noch. Tja. Immer schön frech bleiben. Wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Nein. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Aber Mord. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Ach, du Scheiße. Dreckskerl! Der hat sich ernsthaft einfach Sully umgebracht. Tja, das ist wohl das okay, du. Kann man ihn nicht mitnehmen? Oh, nee, lieber nicht. Halte den! Lauf weg, lauf weg. Oh je. Au, au! Au! Schnell weiter, schnell weiter. Oh je. Aber die schießen nicht mehr auf uns. Na gut, dann nicht. Oh nee. Langsam, Cowboy. Ach. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie? Das hat Nate verdient. Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Sehr romantisch. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Natürlich. Dann vorher wussten Sie noch nicht mal, wie man mit einer Waffe umgeht. Hat die noch eine Waffe? Okay. Können wir jetzt hier zurückgehen? Ich würde eigentlich mal gern gucken, ob Sully noch lebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach tot ist. Das war eine dumme Idee. Verdammt. Okay, dann gehen wir halt nicht zurück. Ach komm schon. Da ist er. Okay. Okay. Ach komm schon. Zieh dich halt. Wir brauchen Verstärkung. Oh, die schießt aber gut mit. Das ist schon mal schön. Wenigstens hilft sie. Aber es sieht so aus, als würden wir immer in einer Zweiergruppe rumlaufen, was? Oh, eine AK-47. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Ja, aber bevorzugt auf mich, würde ich sagen. Okay, der ist tot. Können wir da noch einen abschießen? Na, dann klettern wir da drauf. Hä? So. Gibt's doch bestimmt noch welche, oder? Na, egal. Jetzt stell dich doch an die Wand.
Okay, noch ein Schuss. Na doch nicht. Ah, der letzte war überflüssig. Okay. Aber das Ding haben wir doch vorhin kaputt gemacht, oder? Wieso ist das wieder da? Vielleicht haben wir jetzt nochmal die Chance, alle kaputt zu machen. War da nicht gerade noch einer? Vielleicht hat Elena den schon umgebracht. Oh, da war noch mehr. So, komm schon. Da sehen wir doch einen. Der ist tot. Das sieht wunderschön aus, wie der da runter geht. Ist der denn umgekippt? Ist der da runtergefallen? Zusammenbleiben. Wow. Mit dem linken Stick, also mit L3, kann man die Seite tauschen. Ist schon mal gut. Verdammt nochmal. So, der ist da jetzt drauf. Nein, der rutscht auch runter. Ach komm schon. Und? Und tschüss. Okay. Seine Waffe ist aber noch da, dann ist er bestimmt egal. So. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Ein Tempel? Lange Geschichte. Später. Okay, da ist jetzt keiner. Vielleicht war es das ja schon. Aber das wäre ja eher untypisch. Zum Glück haben wir jetzt die Abkürzung ja schon freigeschaltet und müssen nicht nochmal den ganzen Weg zurücklegen. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Das war ja wunderschön. Komm schon. Komm schon. War es das nicht? So. Nein, 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 nein. Super, der Hechtsprung war natürlich super. Kann ich die anzünden? Bitte sag mir, dass ich die anzünden kann. Ja, das sieht nicht so aus. Warte ich lieber, bis die Farbe zurückkehrt. Ach, verdammt. Da kommt doch bestimmt jetzt wieder direkt der Nächste. Langweilig wird's nie, was? Nö. Bleiben Sie in Deckung. Wäre auch schlecht. Die Typen meinen es ernst. Okay, können wir jetzt raufklettern, aber da ist ja wieder so ein Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eins übersprungen habe. Ich hoffe, dass was passiert, wenn man die alle kaputt macht. Haben wir jetzt hier eins übersehen? Nö, ich glaube nicht. Und wenn doch, ist es hoffentlich nicht allzu schlimm. Aber wenn das Spiel immer aus zwei Leuten besteht, einmal Sully und Nate und einmal Elena und Nate, wäre es nicht sinnvoll, wenn man daraus ein Koop-Spiel macht? Ich weiß nicht, ob das bei den späteren Teilen vielleicht sogar so ist, aber... Verdammt. So, das war ein Kopfschuss. Komm zurück. Was macht der denn da für Faxen? So, jetzt ist er tot. Hat er davon. Das war ein Kopfschuss.
auch. Da vorne. Da glitzert's. Da ist ein Schatz. Los geht's. Hier lang. Oje. Ein Goldring mit Ornamenten. Wunderschön. Und bestimmt auch was wert. Au, au, au. Danke, Elena. Geh auf Seite. Da unten. Ach, Mann. Kopfschussexperte. Oh, sogar eine Trophäe. Ey, das war doch ein Kopfschuss, komm schon. Dann schieße ich nicht so. Ach shit. Ich weiß nicht, ob das ein Kopfschuss war, aber er ist tot. Der wollte wohl gerade eine Granate werfen. Und wieder so ein hübsches Wölkchen. Okay, was ist das denn jetzt? Das hätte jetzt gut die letzte Welle sein können. Und tschüss. Ganz schön dunkel hier. Bleiben Sie bei mir. Ah, da sieht es doch etwas schöner aus. Mal schauen, ob jetzt hier wieder Gegner auf uns warten. Oh, ja. Na gut. Er ist da drüben. Au. Von wo hat er denn auf mich geschossen? Rumgelaufen. Gleich bist du Hackfleisch. Verliert ihn nicht. Gleich bist du Hackfleisch. Das okay. War's dann wohl. Gleich bist du Hackfleisch. Wow. Los geht's. Das gibt's doch nicht. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier drüben, glaube ich. Ja. Okay. Hier lang. Ein gut verstecktes Auto. Mit ein paar Blättern drauf. Sind Sie überall so beliebt? Ja, natürlich. Hier scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Na, da musst du dich ja nicht angesprochen fühlen. Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch, Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Ich bin dran. Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Das ist ja kein Ponyhof. Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich. Oh ja. Das war's für dieses Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.